Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr heute wieder mit bei mir seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund und munter. Am Anfang gehen wie immer ganz, ganz liebe Grüße an euch raus für eure Likes, für eure Abos, für eure vielen lieben Kommentare, für eure Spenden und für eure Buchungen bei mir. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, liebe Jungfrau oder der, die du hier auf eine Jungfrau schaust, heute schauen wir gemeinsam, wie es denn in Sachen Liebe, Liebesverbindungen im Monat März bei dir aussieht. Dabei ist es völlig egal, ob du hier auf einen Wunschpartner schaust, auf eine bestehende Verbindung schaust, auf einen Ex-Partner schaust oder vielleicht sogar auf jemand, mit dem du gar keinen Kontakt hast. Und zwar habe ich die Legung so aufgebaut, dass hier deine Energie liegt, hier die Energie deines Gegenübers, hier euer Miteinander und dann habe ich noch ein paar Orakelkarten erbeten. Falls du während der Legung bemerkst, dass du doch eher hier bist und dein Gegenüber doch eher hier, dann ist das spiegelverkehrt, das kann passieren, dann dreh dir das bitte um. Es ist wie immer eine allgemeine Legung, ihr Lieben, sie kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Und ich versuche auch wie immer geschlechterneutral zu deuten. Falls mir das nicht gelingt, ihr Lieben, dann dreht euch das bitte um. Da ich ja hier als Frau sitze und für euch, für das Kollektiv lege, sozusagen die Botschaften von oben durch mich durchgehen, deute ich die weiblichen Karten auch immer als Zuschauerkarten und die männlichen Karten für das Gegenüber. Ich versuche aber trotzdem immer das Wort Mensch zu benutzen, sodass es geschlechterunspezifisch ist und dass ihr euch das besser auf eure Situation umdenken könnt. Zu dieser Legung gibt es natürlich auch wie immer eine erweiterte Legung auf Vimeo. Den Link dafür findest du unten in der Infobox und ich pinne dir das auch nochmal in den Kommentaren an. Wäre schön, wenn wir uns dort wiedersehen. Und ich denke, jetzt haben wir das Vorgeplänkel erledigt. Ich habe alles gesagt und wir starten mit deiner Energie im Monat März. Und dann habe ich hier die drei der Stäbe. Du bist sehr fokussiert auf deine Zukunft. Die drei der Stäbe ist so die Karte, wo man genau weiß, was man möchte in Zukunft und wie man das auch einfordert. Die zwei der Stäbe ist so ein bisschen die Ausrichtung. Wo könnte es denn hingehen? Und die drei der Stäbe, da steht fest, wo du hin möchtest und du weißt auch genau, wie du das in dein Leben kriegst, wie du das manifestierst, wie du das einforderst. Und mit dem Schiff nehme ich auch eine große Sehnsucht bei dir wahr. Ne, das kann eine Sehnsucht nach einem Menschen sein, das kann aber auch eine Sehnsucht nach fernen Ländern sein, dass du auf Reisen gehen möchtest, ne? Oder dass hier eine neue Lebensreise für dich beginnt, weil du hier deinen Fokus in Richtung Zukunft ganz neu ausgerichtet hast. Also es ist eine sehr, sehr schöne Karte, eine Karte, die von was Neuem spricht, was dir in Zukunft begegnen wird. Und dann habe ich hier die Neun der Münzen. Also du bist im Monat März sehr gut aufgestellt mit den Neun der Münzen. Die Neun der Münzen spricht von Selbstwert und Selbstliebe und Selbstwertschätzung. Dass man selber in der Fülle ist und dass dann auch die Fülle im Außen kommt. Na? Also es kann auch sein, dass du hier sehr fleißig bist, was die Arbeit betrifft. Auf jeden Fall, wenn du hier in der Fülle bist und im Inneren mit dir erfüllt bist, im Inneren mit dir im Reinen bist, dann wird sich auch die Fülle im Außen präsentieren, innerhalb deiner Familie, innerhalb deiner Partnerschaft, innerhalb deiner Kollegen auf Arbeit, wie auch immer. Und ich kriege hier auch rein deine inneren Kinder, also das Mädchen in dir und der Junge in dir, wir haben ja alle beide eine weibliche und eine männliche Seite. Sind auch erfüllt. Also du hast hier deine Aufgaben schon sehr gut bewältigt. Du bist im Monat März sehr zufrieden mit dir. Du bist im Reinen mit dir. Du bist mit der Welt im Frieden. Und die Neun der Münzen, ja, das steht für eine Selbstliebe, für eine Selbstwertschätzung. Und davon profitiert dann auch dein Außen. Und den Wunsch, dieses Ziel, was du dir hier erfüllst, das bringt dich auch noch mehr an die Selbstliebe und in die Selbstwertschätzung. Ne? Also du scheinst dir hier irgendwas Gutes zu tun. Ich krieg bei vielen eine Reise rein. Diese Reise wird dir gut tun. Du wirst hier, wenn du jetzt schon im Selbstwert und der Selbstliebe bist, wirst du noch erfüllter von dieser Reise wiederkommen. Also das kriege ich ganz stark rein. Und dann haben wir hier den Tod. Hier transformiert sich etwas in deinem Leben. Es kann sein, dass du ein Verlassensthema hast. Entweder mit diesem Menschen in früheren Verbindungen, vielleicht auch in der Kindheit, in der Jugend, dass ein Elternteil gegangen ist, entweder weggegangen ist oder vielleicht auch zeitig verstorben ist,
Das transformiert sich jetzt. Das geht noch mal tief. Du schaust ja auch noch mal tief auf dieses Thema, auf dieses Verlassensthema, dass jemand weggeht. Und das wird sich aber im Monat März zu deinen Gunsten transformieren, ne? Weil in der Mitte habe ich hier so wirklich, dass du wirklich gut bei dir bist, im Selbstwert und in der Selbstliebe bist. Und das trägt auch noch dazu bei, diese Transformation, dieses Verlassensthema. Hier kann entweder noch mal was aufploppen oder du arbeitest hier schon lange dran und das geht jetzt endlich in die Loslösung, das geht jetzt endlich in die Vollendung. Also hier stirbt was Altes, was dich vielleicht schon lange belastet hat, damit etwas Neues in die Transformation, in die Wiedergeburt gehen kann. Also sehr, sehr positive Karten bei dir. Dann schauen wir bei deinem Gegenüber. Dann habe ich hier den König der Schwerter. Der König der Schwerter kann ein Luftzeichen sein, Wassermann, Zwillinge oder Waage. Mit dem Tod können wir hier das Sternzeichen Skorpion haben. Habe ich ganz vergessen zu sagen. Hier gibt dieser Mensch, der hier in deinem Feld ist, wo du hier für das Gegenüber schaust. Dieser Mensch beschäftigt sich mit alten Briefen, mit alten Nachrichten, also irgendetwas Geschriebenes von dir. Vielleicht hast du mal einen Brief geschrieben, eine Karte geschrieben, vielleicht auch über WhatsApp-Nachrichten oder E-Mails, vielleicht auch eine Geburtstagskarte oder irgendwas, was du selber gemacht hast, wo ein Text dazu war. Hier beschäftigt sich jemand damit und liest sich alte Nachrichten, alte Briefe von dir durch, schaut vielleicht auch alte Fotos an und schwelgt hier in Erinnerungen. Das, was ich hier auch bei dieser Karte reinbekomme, ist, wenn du diesen Menschen wieder siehst, wenn du diesen Menschen wieder triffst, wirst du eine optische Veränderung bei diesem Menschen wahrnehmen. Es kann sein, dass dieser Mensch stark gealtert ist, ne? Also schnell stark gealtert ist. Das nehme ich hier an diesem Board wahr. Es kann auch sein, dass ihr euch lange nicht gesehen habt, ne? Dass diese Menschen hier schon graue Haare und ein grauer Bart gewachsen ist, weil man sich hier lange nicht gemeldet hat, weil man hier lange keinen Kontakt hatte. Und jetzt wird man aber daran erinnert durch eine alte Karte, durch einen alten Brief, durch alte Nachrichten, die einem hier in die Hände fallen. Der König der Schwerter, das kann jemand sein, der sehr im Kopf ist, der sehr intelligent ist, sehr eloquent ist, auch sehr redegewandt ist, aber gerne alles mit dem Kopf ausmacht und eher weniger im Herz ist. Ne? Das könnte diesen Menschen so repräsentieren. Und dann habe ich hier die Sieben der Schwerter. Also wie schon vermutet, hier ist mal jemand gegangen. Und kommt jetzt plötzlich wieder. Also die Sieben der Schwerter, das ist so für mich immer die negativste Karte im Deck. Das ist so diese Verpisserkarte. Ich mache mich heimlich still und leise davon. In der Nacht- und Nebelaktion. So eine Ghosting-Karte ist das. Und hier kommt aber jemand wieder zurück und hofft, hier wieder in dein Haus zu gelangen. Das kann wirklich dein weltliches Zuhause sein, dein Haus, deine Wohnung. Kann aber auch dein Herz und deine Seele repräsentieren. Also hier kommt jemand zurück. Hier weiß auch jemand, dass man wahrscheinlich Mist gebaut hat. Hier bringt auch jemand schon was zu essen mit, ne? Also hier wurde eine Beute erlegt. Hier bringt jemand was zu essen mit. Vielleicht will ja auch jemand für dich kochen, vielleicht lädt dich ja auch jemand zum Essen ein, wie auch immer. Also hier kommt jemand auf dich zu und weiß schon, okay, ich kann hier nicht mit leeren Händen auftauchen, das wird sonst Mist, ne? Nach dem, was ich mir hier geleistet habe, könnte es sein, dass du hier im Inneren dampfst, dass du hier im Inneren brodelst und du stehst hier ja auch vor diesem Haus schon mit einem Kochlöffel. Oder könnte auch Nudelholz sein. Also dieser Mensch weiß hier schon, also es könnte nicht so eine gute Stimmung sein, wenn ich hier nach dieser langen Zeit einfach wieder auftauche. Und dann habe ich hier die sieben der Münzen, die mir sagen, ja, hier ist eine lange Zeit vergangen. Na? Hier ist eine lange Zeit vergangen, seit du diesen Menschen das letzte Mal gesehen hast. Und dieser Mensch hat auch diese Zeit gebraucht, um sein Herz und seine Seele wieder aufzupolieren, um seinen Selbstwert und seine Selbstliebe aufzupolieren. Na, mit den sieben der Münzen hat sich dieser Mensch ganz genau überlegt, wann der richtige Zeitpunkt ist, wann man hier wieder auf dich
zukommt. Ne? Hier haben wir auch ein Schwert liegen. Ne? Das ist dieses Ast der Schwerter, was dieser König der Schwerter hier in den Händen hält. Dass man jetzt endlich die Entscheidung trifft, es ist genug Zeit vergangen, jetzt kann ich endlich auf diese Person wieder zugehen. Und dann habe ich hier die Neun der Stäbe. Im Rider Waite sind die Neun der Stäbe diese Abgrenzung nach außen. Ne? Ich grenze mich hier ab, weil ich Angst habe, wieder verletzt zu werden, weil ich schon viele Wunden an mir habe, die vielleicht auch noch nicht geheilt sind. Und ich schütze mich jetzt einfach. Hier bei dieser Darstellung nehme ich wahr, dass jemand hier schaut, welches Werkzeug nehme ich denn, um mir hier wieder Zugang ins Haus zu verschaffen, um in dein Herz und in deine Seele zu gelangen. Ja, man war hier auch lange blind mit dem Maulwurf. Man konnte lange deine Werte nicht sehen, was du für eine tolle Persönlichkeit bist. Und jetzt ist einem hier aber das Licht aufgegangen. Ja, und man kriegt hier auch Unterstützung von der geistigen Welt, von dieser Elfe, die jetzt hier zuflüstert. Na, also hier musst du schon mal ein bisschen dich ins Zeug legen, damit du hier wieder überhaupt den Zugang zu dir, also zu. Dass er den Zugang zu dir wiederfindet. Na? Und hier überlegt jemand, wie stelle ich es denn am besten an? Wie komme ich denn am besten wieder in dieses Haus hier rein? Ne? In dein Herz und in deine Seele. So, da schauen wir mal auf eure gemeinsamen Karten. Und dann habe ich hier die Vier der Stäbe. Also hier wird von einer Hochzeit gesprochen. Es kann auch eine Hochzeit sein. Allerdings, wenn jemand hier Wochen und Monate verschwunden war und von sich nichts hat hören lassen, wird nicht gleich ein Antrag kommen, obwohl, also mich überrascht hier nichts mehr. Ich habe schon so viele Geschichten gehört, mich überrascht hier nichts mehr. Es kann auch jemand hier aus der Versenkung auftauchen und dir einen Antrag machen. Also hier ist so der Wunsch nach dieser Verbindung auf Augenhöhe, dass man hier miteinander arbeitet, dass man hier miteinander lebt, dass man hier miteinander liebt, dass man seine gefüllten Kelche miteinander teilt. Ne? Das, hier ist auch Teamarbeit angezeigt, Teamwork, hier ist so ein Dreamteam, die Aufgaben miteinander bewältigen. Die Vier der Stäbe steht auch für ein gemeinsames Heim, für eine Familie und für eine liebevolle Partnerschaft. Also das ist eure Grundenergie in dieser Verbindung. Und dann habe ich hier den Hierophant. Kann auch für eine Hochzeit stehen, kann auch für eine Hochzeit stehen. Also wir haben ja zwei Hochzeitskarten. Also es könnte für manche wirklich so sein, dass hier jemand auftaucht und gleich Nägel mit Köpfen machen möchte. Dann rate ich euch natürlich, geht erstmal in die Ruhe und fragt euch erstmal, ob ihr das überhaupt möchtet. Und wenn es zu schnell geht, haut sofort die Bremse rein. Ne? Also wenn hier jemand seit Wochen und Monaten im Stillstand war, im Rückzug war und sich hier nicht gemeldet hat und dann plötzlich mit so einer Energie reinprescht, dann dürft ihr euch auch mal Zeit nehmen, ihr Lieben. Ne? Der hohe Priester steht auch für eine große Arkana, die von oben geführt und beschützt ist, kann für das Sternzeichen Stier stehen. Und hier braut jemand schon dieses Süppchen, dass man wieder Licht in diese Verbindung bringt, ne? Dass man wieder positive Energie in diese Verbindung bringt. Man weiß auch mit dem Hohen Priester, dass ihr beide füreinander bestimmt seid. Das Universum möchte euch zusammenführen, ne? Und dieser Mensch hier. Der braut hier schon dieses Süppchen, um dich damit zu umgarnen. Also es geht hier irgendwie ums Kochen. Also hier bringt jemand was zu essen mit, hier kocht jemand. Vielleicht ist dieser Mensch auch ein guter Koch und möchte dich dadurch wieder für sich gewinnen. Also es kann durchaus was mit Essen zu tun haben. Wir haben auch wieder Essen. Also es kann durchaus, die Liebe geht doch durch den Magen. Ne? Also es kann was mit Essen zu tun haben, dass dieser Mensch weiß, okay, also da konnte ich immer punkten, wenn ich gekocht habe und dass man sich so wieder in dein Herz schleichen möchte durch Essen. Und dann habe ich hier die Kraft. Also diese Verbindung ist eine sehr, sehr kraftvolle Verbindung, ist eine sehr starke Verbindung. Es braucht aber auch viel Kraft, Mut und Stärke in dieser Verbindung. Also ihr habt die Kraft, ihr habt auch dieses alte Wissen. Ne? Ich habe hier so eine alte, so eine alte Heilerin
hier, ne? Und hier haben wir ja auch so eine Art Heiler. Also ihr beide, also ihr könntet euch schon aus vielen, vielen, vielen früheren Leben gekannt haben. Ne? Eure Seelen sind ja ganz alt und ihr habt auch viel altes Wissen, was ihr mitbringt in diese Verbindung, was euch im Hier und Jetzt weiterbringen könntet, wenn ihr euch auf dieses alte Wissen beruft. Ne? Das könnte euch im Hier und Jetzt wirklich von Vorteil sein. Und diese Verbindung kommt wieder in ihre Kraft, diese Verbindung kommt wieder in ihre Stärke. Fordert natürlich auch Mut und Kraft und Stärke. Die Kraft kann für den Löwe stehen, für das Sternzeichen Löwe stehen. Und hier, du bist auch jemand, der diesen Menschen hier zähmen, der diesen Menschen hier bändigen kann. Na? Also du kannst sehr zahm sein, du kannst aber auch, wenn es darauf ankommt, brüllen im richtigen Moment. Ne? Wenn es die Situation erfordert, wenn dir hier jemand über die Schwelle tritt, kannst du auch von deiner Kraft und von deinem Mut und von deinem Löwenpotenzial, kannst du dich, ja, kannst du, jetzt ist der Faden weg, dann kannst du einfach dein Brüllen rauslassen, wenn es die Situation erfordert. So, und dann haben wir hier die Königin der Schwerter. Also ich habe hier ein Dream Team, König und Königin der Schwerter. Ja, dein Gegenüber nimmt dich ja als Königin der Schwerter wahr, kann wieder ein Luftzeichen sein, Wassermann, Zwillinge oder Waage. Also du beschäftigst dich hier gut mit dir selber. Ne? Du bist mit deinem Leben beschäftigt, wie du weiter vorankommst, was du dir Gutes tun kannst, vielleicht auch hier mit dieser Reise, die hier liegt. Und hier beobachtet dich jemand von außen. Und du siehst diesen Vogel hier gar nicht. Ne? Du bist mit dir beschäftigt, du kümmerst dich hier um diese Krokusse, die stehen ja auch für den Frühling. Ne? Und dieser Mensch beobachtet dich hier von außen und du kriegst das gar nicht mit. Also du bist gut bei dir, du bist auch eine sehr eloquente Person, eine sehr intelligente Person, du bist auch sehr wortgewandt und du sprichst hier auch deine Wahrheit. Ne? Du setzt dich für deine Wünsche, Werte und Bedürfnisse ein und kannst das auch ausdrücken. Ne? Also hier geht es auch viel um Kommunikation bei euch beiden. Ne? Beide in der Schwertenergie. Hier geht es viel um Kommunikation. Aber ich habe hier eine sehr, sehr liebevolle und harmonische Kommunikation liegen mit den vier der Stäben und mit dem Hohen Priester und dann noch die Kraft dazu. Dann kommen wir zu euren Zusatzkarten und da wollen zwei bei euch raus. Und da habe ich hier, gib dir Mühe. Große Liebe ist es wert, dass du deiner inneren Führung folgst und entsprechende Schritte unternimmst. Diese Karte nehme ich natürlich für diesen Menschen hier wahr. Also hier hat sich jemand definitiv Mühe zu geben. Und da ist es nicht nur mit einmal kochen und einmal essen getan. Ne? Also ich kriege hier eine Energie rein, dass hier jemand lange, lange verschwunden war und sich jetzt wirklich was überlegen sollte und entsprechende Schritte übernehmen sollte, weil dieser Mensch jetzt hier merkt, du bist die Liebe des Lebens, du bist die große Liebe und dafür sollte man sich einfach auch Mühe geben. Und dann habe ich hier die Verlobung, dein Liebesleben erreicht eine neue Stufe der Hingabe. Also ihr Lieben, wir haben hier jetzt dreimal Antrag liegen, Verlobung liegen, Hochzeit liegen. Also ich bin gespannt. Also ihr könnt mir das gerne in die Kommentare reinschreiben, wenn hier jemand nach Monaten wieder auftaucht und euch sofort einen Antrag macht. Na? Also Wahnsinn. Da bin ich echt gespannt. Hier wird nämlich auch ein Ring angesteckt. Auch wenn es keine Verlobung ist, auch wenn es kein Antrag ist, wird eure Verbindung auf eine neue Stufe gehoben. Also hier geht es wieder in Richtung feste, liebevolle Partnerschaft. Ne? Auch eine Partnerschaft, die man nach außen zeigt, die man nach außen lebt. Und die verbindlich ist, wo auch Treue, Loyalität und Ehrlichkeit eine Rolle spielen. Na, aber hier darf sich ruhig jemand mal Mühe geben in dieser Verbindung. Und dann habe ich hier auf ewig. Respektiere den Ort im anderen, in dem allein die Liebe wohnt. Respektiere den Ort im anderen, der ewig währt. Ja, also hier nochmal die Bestätigung. Ihr kennt euch auf ewig. Ihr kennt euch schon ewig lange. Und ich habe das Gefühl, ihr habt euch ja auch ewig an der Backe. Also wenn du hier sagst, ich will hier raus aus dieser Verbindung, könnte schwierig werden. Na? Könnte schwierig werden auf ewig und dann hier so zwei alte Seelen, die sich hier begegnen. Also, ihr habt ja schon noch einiges miteinander zu lösen, zu in die Heilung zu bringen.
Ja, eine schöne Zeit miteinander zu verbringen und vor allen Dingen die Liebe miteinander zu leben. Vielleicht konntet ihr das im früheren Leben nicht, ne? Vielleicht wurde euch das verwehrt und jetzt ist endlich die Zeit dafür, dass man sagt, jetzt gehen wir in diese Hochzeit und jetzt gehen wir in diese Liebe auf ewig, ne? Das ist dann auch wirklich eine verbindliche Partnerschaft, die ihr hier eingeht. Aber dieser Mensch soll sich ruhig mal hier Mühe geben, ne? Du bist hier gut aufgestellt und dieser Mensch darf ruhig mal machen. Ne? Also ich krieg auch rein, hier hat jemand einiges auf dem Kerbholz und darf sich ruhig mal richtig, richtig viel Mühe geben. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie geht es denn mit diesem Menschen hier weiter? Was denkt denn dieser Mensch über dich und über eure Verbindung? Was fühlt denn dieser Mensch für dich? Wie kommt denn dieser Mensch in den nächsten Schritten auf dich zu? Wann wird denn das ungefähr passieren? Ne? Hier dieses Zurückkehren. Und wie solltest du dich denn am besten verhalten, damit diese Verbindung positiv voranschreitet? Dann lade ich dich ganz recht herzlich ein, mir auf Vimeo zu folgen zu dem weiterführenden Reading. Den Link dafür findest du unten in der Infobox und ich pinne dir das auch nochmal in den Kommentaren an. Ich würde mich ganz, ganz sehr freuen, wenn wir uns dort wiedersehen und für euch alle anderen, euch wünsche ich eine ganz, ganz wundervolle Zeit. Macht's gut. Tschüss.